Hallo liebe Leute, heute ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Darum bin ich heute hier im Berliner Netzwerk für behinderte Frauen zu Besuch. Neben mir sitzt Katharina Holl. Katharina, in Berlin leben 200.000 Frauen mit Behinderung. Man sagt, Frauen mit Behinderung sind doppelt so oft von Gewalt betroffen wie Frauen ohne Behinderung. Warum ist das so? Frauen mit Behinderung werden sehr oft im besonderen Maße als hilflos, wehrlos, nahezu wertlos angesehen in unserer Gesellschaft. Sie bekommen Sätze zu hören wie "Stell dich nicht so an", "Ich muss dich so anfassen", "Dir glaubt ja eh keiner". Und sie stehen in einem sehr starken Abhängigkeits- und Machtgefühl. Aus deiner Sicht, Katharina, was müsste man sofort machen, um die Gewalt gegenüber Frauen überhaupt zu beenden? Das sind maßgeblich zwei Punkte. Einmal die Prävention an Schulen und der zweite Punkt, die Selbstbestimmung von Frauen fördern. Katharina, darum haben wir als Politik auch reagiert. Wir haben eine zusätzliche Stelle eingerichtet, damit dieser Verein hier noch besser arbeiten kann, noch besser erreichbar ist. Ich wünsche euch für eure weitere Arbeit, Katharina, viel Erfolg. Und euch noch einen ganz tollen Tag. Wir sehen uns.